Nach welchen Kriterien stellen Sie Möbelverkäufer ein? Grob gesagt können Sie auf drei große Bereiche gucken. Einmal das Wissen. Was weiß derjenige, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten hat er? Hat er schon mal Möbel verkauft? Kann er planen? Kann er mit Planungstools umgehen? Beherrscht er Karat oder KPS? Das heißt, Wissen. Was kann er eigentlich? Dann ist ein wichtiges Kriterium, wie ist dieser Mensch? Wie ist er auf deiner Verhaltensebene? Ist das jemand, der Menschen mag? Ist das jemand, der aus dem Kontakt mit Menschen Energie zieht? Oder ist das jemand, der sich vor Menschen eher zurückzieht und gar nicht so gerne neue Leute kennenlernt? Ist es jemand, der eher zielorientiert ist und abschlussstark? Oder ist es jemand, der eher menschen- und beziehungsorientiert ist? Diese Kriterien nennen wir die Verhaltenskriterien. Wie ist dieser Mensch? Der dritte Bereich ist die Motivations- und Werteebene. Was motiviert diesen Menschen? Was bringt ihn, was ist er sein Treibstoff? Was führt ihm Energie zu? Wofür arbeitet er? Findet er es einfach schön, Leute mit tollen Einrichtungen glücklich zu machen? Also das ist das ästhetische Motiv. Oder ist es jemand, der ein hohes ökonomisches Motiv hat? Das heißt, der unbedingt gewinnen will, unbedingt den Kunden aufschreiben will, unbedingt die Provision haben will. Es gibt eine Handvoll von Motiven, die man relativ gut durch Standardverfahren rauskriegen kann. Das ist die Antwort auf die Frage, warum arbeiten Menschen? Ja, 5 Leute können denselben Job machen, aber aus unterschiedlichen Motiven. Und wenn Sie Leute einstellen, deren Motive damit zusammenpassen, was sie in dem Arbeitsplatz kriegen, tun die sich natürlich wesentlich leichter. So, jetzt haben wir hier die drei großen Bereiche. Was kann der? Was weiß er? Das was? Dann, wie ist der Mensch auf einer Verhaltensebene? Und warum arbeitet der? Was ist sein Treibstoff? Was ist seine Motivation, seine Werte? Wonach wird im Möbelhandel normalerweise gegangen? Was kann der? Ich sage immer, die Leute werden über ihr Wissen eingestellt und über ihre Einstellung ausgestellt. Das Wissen sagt, der hat schon mal verkauft, der kann Karat, super, ich nehme den. Und dann wird nachher, nach 3, 4, 5 Monaten oder nach 6 Monaten, nach der Probezeit wird gesagt, ja, aber die Einstellung, die sich im Verhalten und in der Werteebene, in der Motivationsebene zeigt, die passt nicht. Das heißt, nach dem Wissen eingestellt, nach der Einstellung ausgestellt, das ist das, was im Möbelhandel normal ist. Das andere ist, ja, ich verlasse mich da auf mein Bauchgefühl bei den Vorstellungsgesprächen. Dazu habe ich einen relativ krassen Merkspruch, Sie mögen mir den bitte entschuldigen. Die Hauptaufgabe des Bauchs ist, Scheiße zu produzieren. Das heißt, als Entscheidungsfindungsinstrument für relativ komplexe Entscheidungen, wie passt dieser Mensch zu diesem Job, taucht der Bauch überhaupt nicht. Und es ist 100-fach in Studien erwiesen, dass selbst Top-Recruiter, also Leute, die nichts anderes machen, sich nicht auf ihren Bauch verlassen sollten. Worauf sollten Sie sich tatsächlich verlassen? Haben Sie ein klares Bild davon, wen Sie suchen? Auf der Verhaltensebene und auf der Motiv- und Werteebene. Dieses klare Bild können wir mit Ihnen in einem Vormittag erarbeiten. Sie zusammen mit Ihrer Führungsmannschaft. Das ist ein kleiner Workshop. Danach haben Sie ein sehr, sehr genaues Bild, wie Ihr Top-Verkäufer aussieht. Von der Wissensebene mal abgesehen. Ne? Kann er Möbel verkaufen, kann er nicht Möbel verkaufen. Aber welcher Verkäufer passt zu Ihnen? Wenn Sie dieses Idealprofil haben, können Sie natürlich auch Ihre Verkäufersuche auf dieses Idealprofil zuschneiden und in den Interviews, in den Vorstellungsgesprächen, die Sie führen, genau diese Sachen abtesten. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, also wo Sie solche Leute finden und wie Sie solche Leute raussuchen, da haben wir einige Erfahrungen aus 10 Jahren. Wir bieten ein sogenanntes Recruiting-Programm an. Wir machen erstmal das Idealprofil zusammen mit Ihnen, Ihr Idealprofil, und suchen dann am Markt der Quereinsteiger nach genau diesen Menschen. Suchen die für Sie aus, selektieren die vor und stellen Ihnen dann 3 Personen vor, aus denen Sie in mehreren Runden Vorstellungsgespräch, die wir auch noch begleiten, 1 bis 2 Traumkandidaten aussuchen können. Ganz wichtig zu verstehen, wir sind keine Headhunter. Wir werben für Sie keine fertigen Möbelverkäufer bei irgendwelchen anderen Möbelhändlern ab. Ich halte das auch für keine gute Idee, sondern wir sind gut darin, Quereinsteiger zu finden, die richtigen Fähigkeiten und die richtigen Verhaltensweisen mitbringen. Und das sind vor allen Dingen 2. Die Leute müssen die richtige Einstellung haben zu 2 Bereichen. Menschen und Erfolg. Beides muss man mögen. Wir sind gut darin, solche Leute zu finden, solche Leute rauszuselektieren, ihnen solche Leute vorzustellen. Machen Sie sich schlau über unser Recruiting-Programm.
tragen sich unten ein und wir führen ein kurzes, unverbindliches Gespräch darüber. Sie können sich sehr, sehr viel Frust und sehr, sehr viele Ausbildungskosten ersparen, wenn Sie dafür sorgen, dass Sie die richtigen Leute einstellen, denen Sie nachher das Möbelwissen beibringen können.